Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich vlogge gerade mit meinem Handy, weil meine Vlogkamera auflädt. Und wir haben jetzt nämlich 5:30 Mittwoch heute. Bevor ich nämlich weggehe mit Lena zur Arbeit und in die Schule schicke und dann zur Arbeit fahre, wollte ich euch noch meine Haare noch mal zeigen. Heute sind genau vor 2 Wochen, wo ich die gefärbt habe. Und ich muss sagen, ich bin wirklich noch sehr zufrieden damit. Es ist annähernd was rausgegangen. Nur ein bisschen sieht man an den Ansätzen. Da sieht man aber wirklich nur ein bisschen rausgegangen. Hätte ich nicht gedacht. Und ich habe entschieden, noch nicht nachzufärben, weil ich mal gucken will, was in den nächsten 2 Wochen passiert. Da werde ich euch nochmal mitnehmen in 2 Wochen. Weil da kriegt man schon Schrecken, was alles rauskommt, wenn du Haare wäscht. Aber die sind nicht mal annähernd richtig hell geworden irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie es in 2 Wochen wird. Ich werde hier erstmal nicht nachfärben, weil es schon schade wäre, um die Farbe zu verschwenden, weil es doch schon viel kostet. Ich verlinke die euch nochmal unten, wer nachgucken möchte oder wer kaufen möchte. Und wir werden jetzt Zähne putzen und dann losmachen. Und ich melde mich dann heute Nachmittag wieder. Hallo, ich bin jetzt zu Hause. Ich war jetzt arbeiten, wir haben jetzt 14 Uhr gleich. Hier wollte ich euch nochmal zeigen, vielleicht kann er jetzt auch besser erkennen als heute früh auf dem Handy. Ich bin echt froh darüber, dass es wirklich jetzt geholfen hat, wegen meiner Haarfarbe jetzt auch so bleibt. Huhu, da sind wir wieder. Wir haben jetzt schon 16:30 Uhr. Da ist der Max. Ich habe Lena abgeholt, war auch schön baden vorher. Dann waren wir beim ID, haben noch ein bisschen was geholt, was noch gefehlt hat. Milch hat gefehlt. Max, es gibt für dich nichts. Dann habe ich einmal Joghurt-Treffing gekauft. Dafür gibt es jetzt auch mit Salat. Ein bunter Salat. Ich wollte eigentlich so einen Fertigsalat kaufen, was es eigentlich gibt, aber das hat über 2 Euro gekostet. Und da war ich. Wollte ich nicht holen, weil das auch eh schon so komisch aussah. Deswegen habe ich Soja geholt. Da habe ich halt einzeln geholt. Bin ich viel günstiger, als wenn ich hier fertig gemacht hole. Dann einmal Brot von Vital und Fit. Von Gelb. Von Goldbeeren. Dann für die Lena von der Schule für Festbar Kekse von Donut Disney. Dann Joghurt für die Lena Maus, da ihr schon ausgefuttert hat, was ja eigentlich für die ganze Woche gedacht ist. Hat sie aber jetzt schon aufgegessen. Dann 2-mal Gürkchen und Tomaten. Da ist hier eine, ist noch nicht so reif, aber ich esse ja nicht heute. Dann waren wir bei dem Paketshop, habe ich noch ein Paket abgeholt. Das hier. Was da drin ist, werde ich euch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es von meinem Mann ist. Der hat nämlich bald Geburtstag am 30.01. Und da sage ich lieber nichts. Falls er doch meine Videos anguckt, weiß ich ja nicht. So, dann muss ich noch einen Abwasch machen. Das stört mich im Hintergrund. Meine Haare sind auch, haben heute auch hier Wellen bekommen durch, draußen durch die Kälte. Dann Wäsche abhängen, weil ich Wäsche angesetzt habe. Ja, Wäsche, dass ich die nächste wieder aufhängen kann. Eigentlich hatten wir davon 2 da gehabt, aber der eine ist schon kaputt. Und hier fehlen auch schon 3. Das hier, halt billig Zeug. Aber solange der jetzt noch steht und solange ich noch Klamotten drauf lagern kann, dann geht's hier. Aber ich wollte ja eh bald ein neues holen. Weil im Sommer hängen wir unsere Wäsche oben auf dem Dachboden oder draußen. Da ist die Lena. Begrüß mal zu dem neuen Vlog hier. Hallo. Wie war's denn das, oder? Schön. Willst du ein bisschen erzählen, was du heute gemacht hast?
unten. Ich hab Hunger. Du, naja. Die denkst du halt nur ums Essen. Da ist doch hier Muffins noch eigentlich, mal Hörnchen. Soll ich das euch zeigen? Lena ist ja Hörnchen. Das ist, die kommt von der Schule heim, hat Hunger. Das erinnert mich an meine Zeiten. Das ist Schokolade und Vanille. Schokolade und Vanille. Das hier ist er. Schokolade und Vanille. Mama, machst du mal auf? Ich mach dir gleich auf. Warte. Kili. Da. Meine Kamera. Ja. Ich habe heute mal angefangen. Du Ferkel. Wir packen jetzt aus, machen Abwasch und Wäsche und dann melden wir uns dann später oder allerspätestens morgen mit dem nächsten Abschnitt. Bye, bye. Tschüssi. Wie sieht denn bei dir hier hinten aus? Hä? Was soll ich aufräumen? Nix. Hast du mir nichts gesagt? Ich muss doch gar nichts mehr dazu sagen. Aber wir räumen hier ein bisschen auf jetzt. Guten Morgen, wir haben jetzt 6:30 Uhr. Wir haben uns gerade die Zähne geputzt und dann mache ich es hinten hinterm Bett. Lena holt den Besen, um den nicht vorzuholen. Das klappt immer am besten. Soll ich das machen? Nein, ich mache das. Okay. Oh, ich habe euch noch gar nicht erzählt, am Dienstag haben wir uns voll verschlafen. Wir sind erst um 6 Uhr aufgewacht, obwohl wir um 6 Uhr los müssen eigentlich. Ja. Der ist draußen. Ja. Und das war dann so. Boah. Lena kam ja nicht so durch zu spät, aber ich kam halbe Stunde später auf Arbeit, aber Schuhe. Die Post war ja eh noch nicht da, richtig. Mein Schuh klemmt fest. Hm? Wir werden jetzt uns langsam fertig machen. Und dann werden wir uns dann losmachen. Und wir melden uns dann heute Nachmittag in aller Frische wieder, wenn ich wieder chaotisch aussehe wegen meinen Haaren dann. Hier ist es stark dunkel, jetzt ist es noch ganz dunkel. Ich habe nämlich heute noch einiges vor, die Kraut zu saugen, Boden zu saugen und ja. Und ich bin auch müde. Boah, das ist, weil bei mir ist es so, dadurch, ich am Samstag arbeite, habe ich ja Montag frei. Das ist praktisch für mich Wochenende. Sonntag, Montag, Wochenende. Aber Montag kann ich auch nicht aufschlafen, weil ich ja die Lena in die Schule bringen muss, beziehungsweise die muss zur Schule. Und da habe ich nur Sonntag zum Ausschlafen. Also solange können wir am Sonntag auch nicht ausschlafen, weil solange
kann ich das Kind ja nicht im Bett lassen. Aber naja, gut. Ich habe jetzt nicht genug geschnattert, dann melde ich mich zum nächsten Abschnitt. Hallo, ich bin jetzt auch zu Hause. Wir haben knapp 12:30, glaube ich, oder so. Ich werde mir jetzt einen Tee machen. Und da ist die frische Wäsche von gestern, die ich wieder aufgehangen habe. Ich habe hier in der Küche stehen, weil ich im Schlafzimmer so viel Feuchtigkeit einsammelt. Das ist blöd halt im Winter mit der Wäsche. Am besten hätte man da am liebsten einen Trockner. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Ich habe meine Haare nochmal gerade durchgekämmt, weil die sahen ja wirklich sehr wuschelig aus durch den Wind. Ich trinke auch gerne zur Zeit Frenze und Honig. Und das ist fast leer. Ich habe getrunken wie ein Schwein. Anderes trinke ich auch gar nicht irgendwie zur Zeit. Dann werde ich mir jetzt schön was zu essen machen. Ein bisschen ausruhen und dann am Haushalt schmeißen. Saugen, Wäsche abhängen, nachdem was trocken ist. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und Geschirr wegräumen von gestern, was ich abgewaschen habe. Und Max bettet auch wieder. Ich habe mich auch gerade schon umgezogen. Ich fühle mich am besten zu Hause, wenn ich in chillig Klamotten reinsetze. Und ja, hier sieht ein bisschen gerade Unordnung aus. Deswegen mache ich auch noch ein bisschen Ordnung. Bananen werde ich schon ein bisschen essen jetzt. Ein bisschen Obstsalat noch machen. Heute Abend noch mal. Hat mir gar geschmeckt. Ich würde sagen, ich melde mich dann später, wenn ich die Lena rein abgeholt habe. Ist das nicht süß, die zwei Katzen? Oh, das ist müde, sind sie. So, wir sind auch zu Hause. Ich habe jetzt gerade schnell noch was abgedreht, weil ich ja letztes Wochenende einen Foodhaul aufgenommen habe. Und den würde ich ja gerne nächste Woche hochladen. Habe jetzt nur schnell vorgestellt und beendet, so wie ich gerade bin. Aber ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Aber ich setze mich jetzt nicht mehr so richtig hin. Ich mache einfach, wie ich Bock ich jetzt habe. Ihr habt ja eh Verständnis, habt ihr auch gezeigt. Das wollte ich euch nochmal bedanken bei euch. Weil ihr habt auch viele geraten, mach, wie ich Zeit ich habe, wie Bock ich habe, weil so kommt auch besser rüber, die Videos. Danke, danke, danke an euch. Wir sitzen auf der Couch, machen jetzt gerade ein Livestream mit Instagram. Mal gucken, wie es so ist. Ich mache nämlich gerade meinen Vlog nebenbei beständigen hier. Das essen sie vielleicht gerne, die Kinder oder die Erwachsenen. Wir haben jetzt mittlerweile jetzt schon 17 Uhr durch. Ich werde auch den Vlog jetzt auch beenden, dass ich jetzt auch bearbeiten kann. Dass er demnächst hochkommt, aber das werdet ihr ja sehen schon. Und wenn euch das gefallen hat, dann ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr von uns nichts mehr verpassen wollt, dann auf den roten Button klicken oder auf den Symbolzeichen. Und dann sehen wir uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!